ein dreigeteiltes Chart. Es konstatiert zunächst links unten die historische Entwicklung des Fahrzeugbestandes bei Verbrennungsmotoren in der Dekade 2005 bis 2015. Auskunft gibt die IEA, die Internationale Energieagentur, 2018 und weist einen Bestand von rund 1,3 Milliarden Verbrennern aus. Am Fuße des 2015er Balkens gibt es eine Lupe, die einen gehauchten grünen Strich erkennen lässt. Muss man genau hingucken. Das ist der Bestand an Elektrofahrzeugen 2015, etwa 1 Million. Von dort aus geht der Blick jetzt nach oben in die Statista-Grafik. Sie prolongiert diesen Bestand in einem anderen Maßstab bis 2017 auf etwa 3 Millionen Fahrzeuge, differenziert nach den Regionen, in denen sie gefahren werden. Von dort gehen wir jetzt wieder nach rechts unten in die Grafik des Morgan Stanley Research, die gegenüberstellt die Entwicklung der Verbrennungsmotoren gegen die Elektrofahrzeuge bis 2050, übrigens im gleichen Maßstab wie die Grafik links, sodass man also da an der 1 Milliarde Linie entlang gehen könnte. Nun wäre die Lösung des Klimaproblems von dieser Entwicklung abhängig, so könnte die Aussage kaum dramatischer sein. Nachdem die fossil befeuerten Antriebe bis gegen 2035 auf rund 1,5 Milliarden Fahrzeuge zunächst mal weiter zugenommen haben, werden erst gegen 2050 mehr Elektrofahrzeuge als Verbrenner auf den Straßen fahren. Ja, blöd daran ist nur, dass es dann immer noch 1,1 Milliarden Verbrenner geben wird. Das ist nur geringfügig weniger, als das heute der Fall ist. Jetzt gibt es noch eine hellgrün gehaltene Fläche am Fuß der Elektrofahrzeugkurve. Die sagt aus, dass es eine glücklichere Entwicklung geben könnte. Die daraus folgende punktierte Linie deduziert eine Entwicklung, dass es etwa schon 2045 zu einem Schnittpunkt kommen könnte. Wie gesagt, unter günstigen Umständen. Ja, das beruhigt uns.